Zweiten Division, da gab es folgende Ergebnisse: Vienna Oberwart 1:2, Spital FC Puch 4:1, Ried Braunau 3:1, St. Pölten GAK 0:1. Schauen wir uns das Tor an. Erzielt wird es von Blitzenetz. Und zwar in der 63. Minute. Hier ist es, das 1:0 für den Tabellenführer, für den GAK. Willi Kreuz wirft seine Mannschaft nach vorne. St. Pölten hat noch eine Ausgleichsmöglichkeit durch Rotter. Es bleibt aber beim 1:0 für den GAK. So, und hier die weiteren Resultate. Kufstein, Flavia Solva 2:0. Gingenbach gegen Leoben 0:0. Sensationsmannschaft aus dem Cup, diesmal torlos. Wiener Neustadt, Gerersdorf 1:1. Und Lustenau gegen Stockerau 0:3. In der Tabelle bedeutet dies, GAK und Ried bleiben also voran und haben sich jetzt schon deutlich abgesetzt. Die beiden dürften um den Aufstieg endgültig mitspielen. So sieht es am Tabellenende aus. Noch Chancen für Gingenbach, Stockerau und abgeschlagen Wiener Neustadt. In der deutschen Bundesliga